Was du gerade gesehen hast, das wurde komplett mit dem iPhone 14 Pro aufgenommen. Das sieht erstmal alles relativ normal aus, bis auf diesen Handgriff, den ich hier habe. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass wir hier die Möglichkeit haben, an unserer Hülle verschiedene Filter anzubringen, wie zum Beispiel diese Amaphose Linse hier. Amaphose Linsen bringen uns einen Kinolook auf unser Handy. Und das ist noch nicht genug, denn die Firma Freewell hat uns hier ein komplettes Filter-Set zur Verfügung gestellt, wo wir die Möglichkeit haben, die verschiedensten Filter anzubringen, und zwar mittels Magnetismus. Der wichtigste Filter für mich in der Videografie ist der ND-Filter. Und auch den kann ich hier mittels Magnetismus in Sekundenschnelle vor mein iPhone bringen. Und habe jetzt einen variablen ND-Filter, mit dem ich in Sekundenschnelle meine Belichtung an meinem iPhone einstellen kann. Was dieses Set so alles kann, wie es aufgebaut ist, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Okay, bevor es jetzt losgeht, noch ganz kurz: Hashtag Werbung, Hashtag Transparenz. Denn dieses Filterset, das wurde mir kostenlos von der Firma Freewell zur Verfügung gestellt, hat allerdings keinen Einfluss auf meine Meinung. Vor ein paar Wochen hat mich Freewell angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, das neue Filtersystem fürs iPhone zu testen. Und da das iPhone für mich ein wichtiges Werkzeug in der Videografie ist, habe ich mich extrem darauf gefreut, dieses in der Praxis zu testen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, damit zu arbeiten, weil es freewell typisch ganz, ganz schnell anzubringen ist und super klein und kompakt mitzunehmen ist. Aber genug der Werbung. Link übrigens unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir gucken uns das Set doch mal genauer an. Was ist alles mit dabei? Als allererstes bekommt ihr eine Hülle von FreeWill. Diese ist natürlich nötig, damit ihr euer iPhone nicht nur gut schützt, die ist nämlich auch stoßfest, sondern natürlich die Filter anbringen könnt. Über das Design lässt sich streiten, ich finde es relativ schick, es lässt sich auch wirklich gut händeln. es hat einen schönen Grip, aber das Allerwichtigste ist die Möglichkeit, hier vorne an dieser Frontplatte Filter anzubringen. Und dem noch nicht genug, denn Freewill hat sich überlegt, dass das iPhone sich so gar nicht mal so gut handeln lässt. Und deswegen haben sie uns noch so einen coolen Handgriff mit dazugegeben. Dieser ist auch gleich mit in den Sets mit enthalten und gibt uns die Möglichkeit, das iPhone jetzt hier einfach ganz bequem einzuspannen. Und damit dann einen deutlich besseren Grip an unserem iPhone zu haben. Aber. Dieser Grip hier hält jetzt verschiedene Raffinessen noch für uns bereit. Denn wir haben zum einen die Möglichkeit, hier oben über den Schalter unser iPhone zu starten, die Aufnahme zu starten. Wir haben einen On- und Off-Knopf. Und dann verbindet sich dieser An- und Ausschalter direkt mit unserem iPhone und wir können hier dann direkt in der dementsprechenden App die Aufnahme starten. Wir brauchen also nicht mehr hier auf dem Display rumzutatschen, sondern einfach hier mit dem Knopf die Aufnahme starten. Dann haben sie oben eine Blitzschuhaufnahme gemacht, damit wir noch Zubehör an unser iPhone anbringen können, wie zum Beispiel ein zusätzliches Mikrofon, aber auch Licht. Dann ist es immer noch nicht genug, denn was machen wir denn zum Beispiel, wenn wir selbstständig vor der Kamera stehen möchten und das Handy nicht halten können? Genau, wir müssen es ja irgendwo anbringen, zum Beispiel auf ein Stativ. Und deswegen haben sie hier unten noch eine AK Swiss Aufnahme dran gemacht, womit wir jetzt das Handy direkt auf unserem Stativ befestigen können, ohne hier noch zusätzliches Equipment anbringen zu müssen. Dann haben wir hier verschiedene Stativschrauben, um es zum Beispiel auch an ein Stativ dran zu schrauben. Und das ist immer noch nicht genug, denn wenn ihr das Ganze dann doch in der Hand halten wollt, habt ihr die Möglichkeit, diesen Griff hier auch noch seitlich zu nehmen und damit das iPhone deutlich besser zu führen. Dann könnt ihr natürlich die Aufnahme hier nicht mehr starten und deswegen hat sich Freewell überlegt, machen wir es doch einfach so, dass wir diesen Aufnahmeknopf hier rausnehmen können und mittels Magnetismus einfach hier unten an unserem Griff befestigen können. Und wenn wir ihn jetzt so gekippt haben, können wir ganz bequem auch hier wieder unsere Aufnahme starten. Brauchen wir das Ganze nicht, packen wir das Ganze unten wieder rein. Und was, ist, was brauchen wir auch unbedingt als YouTuber, wenn wir unterwegs sind, nee, Scherz beiseite, aber wir haben auch noch die Möglichkeit, hier einen Selfie-Stick auszufahren und können damit uns dann natürlich auch noch aus etwas mehr Entfernung selber filmen. Also, hier wurde wirklich an alles gedacht und das ist nur der Handgriff bisher. Wir klappen das Ganze hier mal wieder zu und schauen uns mal an, welche Filtermöglichkeiten uns die Firma Freewell jetzt hier mitgibt. Ich habe euch gerade im Intro ja schon gezeigt, dass wir hier zwei Arten von Filter anbringen können. Und das erste und das wichtigste für mich in der Videografie sind sogenannte variable ND-Filter, die uns die Möglichkeit geben, die Belichtung in unserem Smartphone zu steuern um einfach mehr Bewegungsunschärfe in unser Bild reinzubekommen. Ich möchte jetzt hier keinen Crashkurs für Videografie machen, aber für alle die, die sich mit cinematischen Filmen auseinandergesetzt haben, wissen, dass wenn wir eine Framerate bei 4K von 30 haben, wir eine Verschlusszeit von 60 brauchen, um einen so natürlichen Motion Blur in unser Bild zu bekommen. Was passiert jetzt aber, wenn wir tagsüber filmen? Genau, bei einer Verschlusszeit von 60 und in einem kleinstmöglichen ISO kann es halt sein, dass bei Sonneneinstrahlung wir ein komplett überlichtetes Bild haben. Deswegen haben wir die Möglichkeit hier, und das Ganze ist dann hier in so einer coolen Box drin, womit wir das Ganze perfekt transportieren können, und hat direkt vor dem Glas auch gleich hier so eine gummierte Schutzkappe vorne vor. Das holen wir einfach nur raus und können jetzt in Sekundeneile hier vorne einfach unseren Variablen-ND-Filter anbringen. Wir machen die Schutzkappe ab. Ohne das Ganze anzufassen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, die Belichtung an unserem iPhone perfekt zu steuern. Also alleine diese Möglichkeit hier ist für mich Gold wert, wenn ich mit dem iPhone draußen filme. Gut, wenn wir das Ganze nicht mehr brauchen, Schutzkappe wieder drauf, das Ganze hier wieder in unsere Verpackung reingetan, in die Kameratasche gleiten lassen oder in die Handtasche oder wo auch immer. Und schon könnt ihr euer iPhone wieder ganz normal nutzen bzw. den Handgriff abmachen und eure Tasche verschwinden lassen. Dazu haben wir jetzt verschiedene Filter, die wir nutzen können. Zu diesen magnetischen Filtern gehört dann zum Beispiel auch noch der sogenannte Mistfilter. Mistfilter sind Nebelfilter, die das ganze Bild so ein bisschen weicher machen. Das wirkt sich besonders gut auf Haut aus, aber auch vor allen Dingen auf Lichter. Die dann so ein leichtes Glühen bekommen. Auch hier die Mistfilter in der Videografie und gerade in der cinematischen Fotografie oder Videografie nicht mehr wegzudenken. In Sekundenschnelle haben wir den Misteffekt jetzt hier vorne vor unserem Objektiv und können an unserem iPhone die Mistfilter nutzen, ohne mit irgendwelchen Plugins oder sonstiges später aufwendig in der post arbeiten zu müssen. Freewell hat hier noch einige Filter mehr, wie zum Beispiel den Mistfilter mit VND-Filter kombiniert, CPL-Filter und noch einen stärkeren Mistfilter, die ihr dann noch hier dementsprechend mittels Magnetismus vormachen könnt. Ihr braucht das Ganze nicht, Schutzkappe vor, das Ganze wieder in die Hülle reingepackt und schon geht's weiter. Ihr wollt das Maximale an cinematischen Aufnahmen aus eurem iPhone rausholen? Dann gibt es noch das große Set bei Freewell, und zwar das mit der Amaphosen Linse. Amaphosen Linsen machen unser Bild breit und geben unseren Lichtern solche berühmten Lichtstreifen. Diese Filter gibt es jetzt in zwei verschiedenen Arten. Erstens als Blue Streak und zweitens als Gold Streak. Da müsst ihr also entscheiden, was für eine Linse ihr haben wollt. Diese nehmt ihr dann auch einfach. Und dreht sie auf den Kopf, packt sie hier vorne vor euer Objektiv, dreht einmal und schon habt ihr die Amaphose Linse direkt vor euer iPhone gepackt. Das Besondere ist auch hierbei wieder, wir kriegen nicht nur die Linse mit dazu, sondern in dem Set sind direkt auch noch ND-Filter mit dabei, damit ihr das Bild auch tagsüber dementsprechend abdunkeln könnt und eure Framerate hier perfekt anpassen könnt. Allerdings ist hier etwas bei zu beachten. Denn wenn wir mit solchen Linsen hier arbeiten, dann können wir nicht mehr mit der internen Stabilisierung von unserem iPhone arbeiten, sondern müssen diese deaktivieren. Warum? Durch diese Verzerrung, die ich jetzt ins Bild reinbekomme, bekomme ich so einen hässlichen Bobble-Effekt in mein Bild rein. Das heißt, die Häuser, die, die fangen auf einmal an zu schwanken und das Ganze sieht wirklich relativ weird aus. Wenn ihr also mit solchen Amorphosen-Linsen arbeiten wollt, dann müsst ihr die Stabilisierung in eurem iPhone deaktivieren. Was im Trugschluss dann auch wieder heißt, wenn ihr Bewegungen in eurem Bild reinhaben wollt, solltet ihr natürlich auch dementsprechend mit einem Gimbal arbeiten. Das nächste, was dann natürlich zu beachten ist, wenn ihr das einfach nur jetzt so vormacht vor eure Linse und das dann einfach nur in der Kamera-App seid vom iPhone, dann sieht das Ganze sehr, sehr weird aus. Warum? Wir bekommen halt diese extreme Verzerrung in unser Bild. Wir bekommen ein viel, viel breiteres Bild und oben und unten wird das Bild so ein bisschen gekroppt. Das Ganze müssen wir wieder entzerren. Das können wir jetzt einmal entweder in unserer Bildbearbeitungssoftware machen oder mit einer speziellen iPhone-App. In meinem Fall habe ich zum Beispiel mit Filmic Pro gearbeitet, allerdings noch mit der alten Version. Ich habe sie mir damals einmal gekauft und kann sie heute nutzen. Und hier kann ich zum Beispiel angeben, dass ich mit einer Amaphosen linse arbeite. Er fragt mich damit, was für eine, also mit welchem Grad. Die gibt es in 1,33 und 1,55. Ich habe hier eine 1,55er, das gebe ich an. Und dann rechnet mir diese App direkt diese Verzerrung raus und ich bekomme out of camera. Direkt ein richtig cooles cinematisches Bild. Ich kann das Ganze auch hier am Computer machen, aber ich muss einfach wissen, ich kann die Bilder ohne so eine Software nicht direkt aus der Kamera nutzen. Wenn ich das Ganze dann gemacht habe, dann sieht das Ganze schon extrem cinematisch aus. Unsere Lichter fangen so richtig an, Streifen zu ziehen. Wir bekommen diesen extrem breitbild Look und das gibt natürlich dem Ganzen noch so ein i-Tüpfelchen. Also, Firma Freewell hier mit ihrem Filtersystem für das iPhone ein richtig cooles Gesamtkonzept geschaffen. Ich verlinke euch einmal alles unten in der Videobeschreibung. Das ist einmal der Link direkt zu Freewell und ein Affiliate-Link noch zu Amazon. Ich hoffe, den gibt es schon. Den soll es auf jeden Fall bald geben. Den packe ich dann natürlich auch noch unten mit rein. Beim Affiliate-Link, da bekomme ich so ein ganz bisschen Provision ab. Bei Freewell verlinke ich euch direkt auf die Seite. Aber ich fand das jetzt so cool, dass ich es auf jeden Fall hier vorstellen wollte. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob ihr mit eurem iPhone filmt und ob ihr schon öfter mal das Problem hattet, dass ihr gerne Filter für euer System gehabt hättet. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.